So, da haben wir unsere Philips Kaffeemaschine und sie zeigt folgendes Problem an. Maschine gestoppt. Jetzt zeige ich euch, wie man das verändern kann. Als erstes nimmt man den Stecker raus, weil sonst geht die Maschine nicht aus. Und dann steckt man sie wieder rein und wartet praktisch, dass die Maschine startet. Jetzt Maschine angeschaltet und warten, bis sie durchläuft. Dieses Zeichen da ist klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Maschine durchlaufen lassen. So, wenn die Maschine durchgelaufen ist, will sie noch mal Wasser bringen, kann man auch vernachlässigen, muss man nicht machen. Der nächste Schritt ist, man geht in die Kaffeemaschine rein. Und hier habe ich jetzt schon einen Stopfen reingemacht, damit mir die Bohne gar nicht erst in den Mahlbehälter reinläuft. Denn jetzt nehme ich einen Torx-Schlüssel, stecke den da rein. Und dadurch, dass keine Bohne drin ist, kann ich es drehen. Jetzt drehe ich einmal im Uhrzeigersinn, paar Millimeter nur. Stecke diesen Stopfen wieder da rein, damit ja nichts in den. Darunter ist die Mühle, also das, ne, damit das nicht wieder reinläuft. Dann mache ich die Maschine aus und mache sie wieder an. Esk, weil wir haben natürlich wieder nicht gekalkt. Neue Taste drunter. Dann drücke ich auf mein gewünschtes Produkt. Jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Und siehe da, es funktioniert. Also man muss nicht gleich in die Firma das Ding wegbringen und einen Haufen Kohle bezahlen. Man kann auch das so machen. Ne? Wenn es irgendwann nervt, dann verschenkt man die Maschine oder also ich schenke sie meinem Sohn wahrscheinlich und kaufe mir eine neue. Also in diesem Sinne.